Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lords of Shulimar. Wie versprochen haben wir geerntet und melden uns vom Anfang des Tempels zurück. Darüber hinaus haben wir noch ein paar Schriftrollen gekauft. Ja, deswegen haben wir auch so wenig Gold. Wobei das ja relativ ist, ne? Das ist ja 3.500 Gold ist. Wir sind reicher als ganze Villigan zusammen. Ah ja, und die Barriere ist noch da, aber sie wurde schwächer. Durch das Ableben des feuerresistenten Skeletts. Des Fire Archers, ja. So, neue Fackeln haben wir auch gekauft. Wir es hier wieder schön hell machen können. Richtig, es ist gleißend hell. Ach, ich finde die Farben so schön. Nein, gleich kommt er. Vermutlich. So, im Osten haben wir alles erkundet. Dann gehen wir jetzt mal nach Norden. Ah, da ist er. Verstecken uns. So, gespeichert haben wir. Was steht auf dem Schild? Altar von Febri. Ja, da ist wahrscheinlich der nächste Feuerarcher. Oder halt was anderes. Aber es wird wahrscheinlich die Barriere dann aufhalten. Aufheben, wenn es tot ist. Ja, vielleicht müssen wir aber auch 3 töten. Wer weiß. 3 Feuerarcher. Oh, diesmal kein Feuerarcher dabei. Das ist doch so normaler, oder? Aber der vorne sieht anders aus. Das ist bestimmt so eine Elite. Kämpfer. Und ich glaube, er kann vergiften. Er ist so grünlich. Ah, bitter. So, können wir uns dann vorbeischleichen? Ja. So, was ist das? Orange oder Orange? Freya. Konstitution. Ja, ja, die könnten wir auch nochmal mitnehmen. Ja, easy. Wenn da schon steht, wir sind easy, denn. Dann glauben wir das. Und genug Nahrung haben wir ja jetzt gesammelt. Haben wir auch wieder unsere große Tour gemacht durch Wellegarn. Stimmt. Wir haben zwar auch das Feld abgeerntet, aber noch nicht umgewandelt. Damit man immer noch was in der Hinterhand hat. Naja. Und zwar einen ganzen Tag. Ist das nicht toll? Prinzipiell schon. Ich frage mich nur, wir müssen das ja irgendwie dann vor Ort zubereiten. Haben wir auch Kochutensilien dabei? Oder kann man die Beeren so frisch vom Strauch her essen? Ich glaube, das ist Weizen, was wir da geerntet haben. Oh, Weizen schmeckt natürlich so unverarbeitet auch nicht so richtig toll. Ja, besser als zu verhungern. Das wiederum ist natürlich auch richtig. Also ich glaube, wir brauchen nicht volles Mana mit dir. So, gespeichert haben wir, dann auf in den Kampf. So, komm mal ran, Gifttyp. Na, ja, der sieht echt, ja, eine Venomous Bones. Ach guck, da ist wieder ein Skelett in Divinity. Ja. Damit ist es bestätigt, guter Name. Ja. Ja. Leider können wir das Gift noch nicht wegheilen. Zumindest nicht mit Zaubern, nur mit diesen Spinneneiern. Und vielleicht müssen wir die auch benutzen, wenn es sich hier weiter aufbaut. So ab 20 würde ich es machen. Also so lange macht er noch. Ja. Da haben wir es. Raptor war es nicht. Da sind die Spinnendinger. Ach. Gaulen, was ist da los? Kritisches Versagen. Jedes Versagen ist kritisch in meinen Augen. Du bist aber hart. Ja, dafür erfülle ich auch diese göttliche Mission hier. So, mit ihr ganz vergessen. Wird sich noch zeigen, wie göttlich sie ist. Na, göttlich auf jeden Fall. Ja, gut. Ja, richtig. Wie positiv göttlich sie ist. Haha. War jetzt irgendwie weniger stark als der Feuertyp. Weil er halt brannte. Ja. Also, und wir können wieder spüren, wie die Magie etwas abklingt. Und eine Falle wurde entdeckt.
Also wir heilen uns. Denn man weiß ja nie, wann der nächste Feind um die Ecke kommt. Reiche Schätze. 8. Musst du oben. Ja. So, dann nach unten. Ach, wie du es wusstest. Ja. Och, eine schöne Axt. Zweihändig. Ja, wer benutzt denn Äxte? Gaul. Sind Äxte und Streitkolben verschieden oder ist das eins? Verschieden. Hammer und Streitkolben sind zusammen. Richtig. Ja. Auch gar nicht mal so viel besser dafür, dass sie zweihändig ist. Hat halt diese Vampir-Sache wieder, dass wir 10% unseres Schadens haben. Aber dafür haben wir da kein Schild mehr. Genau. Also ich finde, es ist es nicht wert. Wir verkaufen es einfach. Hier. Hey, wir haben ihn vermieden. Ja, wieder der schöne Garten. Der schönste Garten in Schulimar. Und noch ein Altar. So, und was erwartet uns hier für ein, der ist blau, der ist aber schon Frost. Ja. Mana. Oder Energie. Ja. Da muss man ja aufpassen. Ach, jetzt steht's hier sogar, was es macht. Das hatte ich nie gesehen. Ja, das musst du immer neu raten. So, wer kriegt das denn? Ich wäre für Yorda. Dann hat jeder mal was bekommen. Ja. Und dann weint niemand. Ist auch ein Ansatz. Dann gehen sie zumindest alle gleich. Nein, er ist eingefroren. Gerade er, der so nützlich wäre gegen diesen Eistypen. Das Feuer, das Eis macht aber keinen Schaden über Zeit, oder? Nein. Das hindert uns nur daran, irgendwas zu machen. Ja, erhöht aber auch unsere Defense. Na, immerhin. Och, bitte. Ha, diesmal vereist du niemanden. Hat auch 100, na, 90 Leben nur. War halt doof, dass er den Magier gleich am Anfang eingefroren hat. Na, ja. Zum Glück macht das nicht nochmal. So, er haut ja eh gleich ab. Greifen wir lieber gleich den hier vorne an, damit wir möglichst schnell wieder ihn angreifen können. Klingt nach einem Plan. Da ist er eh schon so halb tot durch das Feuer. Ja, stimmt. Hm? Ziemlich mächtig, das Feuer. Ja, Feuer ist halt gegen alles Lebende gut. Außer Feuerelementare. Richtig. Die gibt's ja nicht. Noch nicht. Ach, es gibt Steingolems, die sind immun gegen alles. Na gut, das lasse ich mir noch gefallen. Oh, Sindri Level Up, der kann jetzt einen mächtigen Todeszauber lernen. Naja, die Flammen verbessern wir. Was kann er denn noch? Hammer of the Destroyer, das klingt so, als ob das gut ist. Ja, 12 Mana, 11 Schaden, oder 10. Und 2 Wunden. Und die Flammen machen für wie viel Mana? 15 Mana. Ja gut, sind noch ein bisschen besser. Ja, aber die Wunden sind halt da. Und wenn wir einen Magier haben, der weit hinten steht und wir nicht rankommen, dann könnten wir da die Wunden machen. Aber guck mal, wir haben auch so viele Skillpoints, wir könnten es eigentlich lernen, oder? Nee, wir lernen lieber Learning. Meditation, Immunität. Und Hammer of the Destroyer. Nein, da warten wir auf den Meteor. Na gut. Weil der auch noch. Na gut, ich spoilere es jetzt mal nicht. Ah, der macht Gebietsschaden.
Aber auch nicht an all. Energie und Speed. Denn er muss schneller dran sein. Vom Leben her geht's ja im Moment bei ihm, oder? Naja, er kassiert halt schon immer heftig, ne? Ja, dann kriegt er noch ein bisschen Konstitution anstatt Energie. Jetzt können wir aber noch was lernen. So diese Waffenfähigkeiten. Ah, das ist ja witzlos. Richtig, das sollte man bei Mark ja nie lernen. Das Ausweichen wird auch nicht so viel bringen. Vielleicht das Object Identification. Genau. Wir wissen, was wir anziehen. Was ist das? Sind das Schuhe? Ich glaube schon. Können wir die tragen? Keine Ahnung. Na, da müssen wir den Schuhdoktor anrufen. 555 Schuh. Genau, das ist seine Nummer. Wo geht's lang? Das ist, weiß ich nicht. Es ist rechts. Egal. So, jetzt. Ja. Mach's eindeutig. Ja. Oh. Eine Wollweste mit Feuerresistenz. In welcher Welt gibt's denn sowas? In Schulima. Ja, das ist bestimmt mit Magie erklärbar. Alles ist mit Magie erklärbar. So, jetzt haben wir hier ja alles erkundet. Irgendwo war noch eine Geheimtür. Ich glaube hier unten irgendwo. Aber jetzt müssen wir erstmal wieder durch den Garten kommen. Durch den schönsten Garten Schlimmers. Ja, war ja ein. Hat ja Daulen auch erklärt. Da es der einzige Garten ist, den wir bisher gesehen haben. Außer der Schlosspark. Zählt ja auch als Garten. Ich weiß nicht, du wolltest es lange nicht als Schlosspark, als zum Schloss zugehörig anerkennen. Ja, es sah mehr als wie ein Wald. Garten ist ja konzipiert. Ach. Ich will da hinten das Skelett looten, was wir noch nicht gelootet haben. Ist natürlich gefährlich. Oh, es könnte sich lohnen, wie es aussieht. Ja. Two-handed, damit ist es... Ja, aber 17 Schaden und 8 Stunner. Ja, nimmst du mit. Auch wie schwer. Vor allem hat es keinen Stiel, sondern so eine Kette, an der man es rumschwingt. Ja, viel besser. Sowas hatte der schreckliche Sven Vicky. Ah, und erfolgreich geflohen. Ich dachte, wir müssten schon laden. Also jetzt wollen wir erstmal gucken, wann Xus das anziehen kann. Was fehlt ihnen denn? Eine Stärke und eine Agilität. Also mit dem nächsten Level ab, und das ist bald. Ja, und hat er immer das nächste Skill hoch genug? 10? Nee, da müsste er bei 8 sein, wenn wir das immer skillen. Oder 9. Gut, werden wir sehen. Ja. Können wir jetzt eh nichts ändern? Ah, sind halt überladen, ne? Ja, aber das nützt nur noch. Da ist er doch. Ja. Also jetzt müssen wir den Schalter finden. Da ist er. Ja, wir müssen den Schalter, da ist er. Ja, da sieht man hier so einen dunklen Fleck. Ja, das ist schon richtig. Ich weiß nicht, ob die Zuschauer wirklich suchen wollten, aber... So Suchdinger sind in der Regel nicht so spannend. Ach, finde ich schon. Stimmt, du spielst ja privat auch lieber Wimmelbilder. Wimmelbild-Suchspiele. Immer. Aber ich glaube, diese Rätsel werden wir nicht sofort lösen. Welche Rätsel? Zum Beispiel das in dem Sorrentia mit den Steinen, wo man die Tiere in die richtige Reihenfolge bringen muss. Ach so. Naja, das ist ja was anderes als einen Schalter zu suchen. Ja, schon. Ich glaube, da könnte man auch Rätselspaß haben. Da werden wir dann in Reihenfolge alle Informationen zusammentragen, die man braucht. Und dann machen wir den Cut. Genau. Dann erst weiter, wenn jemand die Lösung in die Kommentare gepostet hat. Na, dann werden wir es nie lösen, das Rätsel. Richtig gut. Nur doch das Rätsel mit den Statuen. Naja. Das ist so ein Rätsel, hätte ich einfach mit Brute Force Methode schon gearbeitet. Ja, das hat aber wenig Erfolg. Ja, es hätte gedauert, hätte aber zum Ziel geführt. Ja. Mit ca. 1 Milliarde verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten. Da sind, glaube ich, über 20 Statuen bestimmt. Mit 3 Kombinationsmöglichkeiten jeweils.
Das ergibt in Summe eine ganze Menge. Wunderbar zusammengefasst. Ja, ist ja so, man kann es nicht einfach berechnen, dass ich das jetzt so im Kopf könnte, sondern man sieht dann, wenn wir da sind, wie schwierig das ist. Oh, jetzt ganz ruhig. Wir werden jetzt auch nicht rennen. Dann werden wir uns mal hier umschauen. Mit diese schönen Statuen mit Flügeln und Sensen, die müssen im Himmel sein. Ja, wo wohnt eigentlich der Sensenmann? Der ist immer unterwegs. Wird wohl kaum mal genug Zeit verschehen, ohne dass gestorben wird. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Da werden wir hier diesen Seelenbrunnen ein wenig genauer untersuchen. Ich bin gespannt, wie der aussieht. Bis dann.